Nee, Chat, nee, nee, da widerspreche ich. Seid einfach gut zu euren Girls. Bitte macht nicht auf unnahbar und mysteriös. Ich weiß aber, was nicht langweilig wird, Chat, und zwar das neue Video von KS Freak Waddles. Und zwar Sexualkunde mit Dr. KS, Dreier mit den Girls. Das ist gestern online gekommen und wir haben uns schon mal so ein Video angeguckt und das war sehr aufschlussreich und ich hoffe, dass wir auch jetzt wieder etwas lernen können von Dr. KS Freak. So, wartet mal, ich möchte kurz umziehen. So. Gechillt begrüßen hier zu einer erneuten Folge Sexualkunde mit der wunderschönen Frau Lisa Weinberger. Applaus, 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 Klasse. Und mit am Start ist auch die wunderschöne Frau Blumenschein. Hi, 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 hi. Hi, guys. Wow. Boah, aber auch wilde Tonqualität in dem Video. Sehr wild. Also ich finde es auch sehr angenehm, dass der Raum so überhaupt nicht schallt und dass ein gutes Mikrofon benutzt wird. Das kann man bei der großen Reichweite von KS Trigger auch einfach nur erwarten. Nice Audioqualität. Nice one. Für den Tinnitus. Ihr seht schon die wahrscheinlich charmantesten und wunderschönsten Sekretärinnen, die man nur haben kann. Heute auch wieder mit am Start natürlich der Dr. KS, also ja. Ich auch. Ich weiß, danke, vielen Dank. Wirklich. Ladies, danke für die Komplimente an der Stelle. Gerne. Liebe Klasse, bitte Ruhe. Bitte. Ruhig sein. Die Online-Zuschauer haben nämlich Fragen. Chat, das hier ist der Schweigefuchs, ja. Das ist auch mit das Einzige, was ich aus meinem Lehramtsstudium mitgenommen habe. Das hier heißt Mund zu, Ohren auf. Okay? Das seid ihr jetzt. Hüsch. Und die People G's in Chat. Habt ihr Bock drauf? Yes. People G's, please. Ihr habt richtig Bock. Ja, richtig Bock. Das wird so geil. Oh, haben Sie auch Bock heute? Ein bisschen Schakamaka, Schakalaka. Oder etwa nicht. Cringe. Ich habe meinen Stiefbruder die Füße gekitzelt und meine Mutter sagte, warte, bis er geboren wird. Hä? Das ist krank. Was? Also er hat die Füße von seinem Stief. Checkst du das? Er hat schon die Füße gekitzelt. Ja, super. Der war schlecht. Der war richtig schlecht, der war, ne? Richtig schlecht. Ich fand den eigentlich ganz gut. Wie kann ich dafür sorgen, dass meine Freundin mehr an mir hängt? Ich gebe ihr schon alles. Ich glaube, das Problem ist, dass du ihr schon alles gibst. Ich glaube, bei Frauen ist es oft besser, wenn man vielleicht ein bisschen weniger gibt, weil was? Dann fängt die Frau an. Hä, nein, gib mir. What the fuck? Zu laufen. So. Was? Naja, vielleicht ist es einfach schon alles, was du ihr gegeben hast und vielleicht ist ja langweilig. Vielleicht musst du ihr neue Anreize geben. Das Ding ist halt, glaube ich, auch, wenn eine Frau weiß, dass sie einen Mann zu 100% hat, dass es dann vielleicht ein bisschen langweilig wird. Du musst ihr so das Gefühl geben, dass sie dich nicht in der Hand hat. Weil dann will sie dieses Gefühl haben, dich wieder greifen zu können. Du bist einfach anhänglich, du hängst an ihr dran. Wie eine Klette. Nee, nee, Chat, nee, nee, da widerspreche ich. Seid einfach gut zu euren Girls. Bitte macht nicht auf unnahbar und mysteriös und antwortet einfach direkt und tut alles für die Dame eures Herzens. Und es gibt nicht zu viel, es gibt nur zu wenig. Nee, bitte bleib bei mir. Ich will nicht, dass du mich verlässt. Wem, bitte bleib. Also, chilliges Standbild. Nein, Real Talk an der Stelle, Real Talk. Wenn die Frau den Mann irgendwann verlässt, weil er zu viel gegeben hat für die Beziehung, das ist einfach nur Lost, Chat. Nee, das ist lost. Verstehe ich nicht, die Aussage. Bei mir am Anfang. Ja. Versteht ihr? Ja. Was kann er besser machen? Weniger anhänglich sein, also jetzt mal Abstand nehmen. Abstand. Sein eigenes Ding machen, nicht ständig fragen, was man mit der Frau machen kann vielleicht, sondern einfach allein sein Ding durchziehen mit Freunden. Und warten, bis sie ankommt. Genau. Bis nicht sie den ersten Schritt wieder macht. Fragt, ja, was... Nein, gehe richtig auf die Nerven, gehe richtig auf die Nerven, schreib ihr die ganze Zeit, lass sie nicht in Ruhe. Dann wird es, Chat, dann wird es, trust me. Trust me. Was machen wir? Oder, keine Ahnung, ich möchte dich sehen. Ich glaube, das ist das Beste. Weniger ist wirklich mehr? Ja, nein, ich meinte das, also das von gerade meinte ich eher so... Also, ja, ist schwierig, das zu sagen. Natürlich
gibt's auch zu viel und natürlich kann der Partner super anstrengend und anhänglich sein und so und dann sollte man natürlich einen Gang zurückfahren, aber sonst so, wenn man einfach genauso süß ist und genauso viel gibt wie am Anfang, wo man sich ja auch verliebt hat, ist es ja eigentlich gut. So, darüber beschwert sich ja keiner. Das meinte ich. Wisst ihr, was ich meine? So, keine Ahnung. Eigentlich ist es ja eher so, dass die Frauen sich darüber abfacken, dass, oder jetzt vielleicht nicht nur Frauen, vielleicht die Männer auch, aber ich kenne es nur von der Frauenseite, dass am Anfang immer voll viel für die Beziehung getan wurde. Die Männer waren alle immer so toll und so nett und so bemüht und dann flacht das immer mehr ab. Und das ist eigentlich eher ein Grund, warum sich dann abgefuckt wird. Deswegen, also ich verstehe diese Frage, diese Aussage gar nicht. Wisst ihr, was ich meine? Was haltet ihr von öffentlichem Geschlechtsverkehr? Ich glaube, es kommt drauf an, wo, oder? Also wenn alle zuschauen, dann... Abstand-Chat. Würde ich jetzt nicht brauchen. Man hört so das Klatschen so. Und die tun dann so gleichzeitig auch im Takt klatschen. Ja, Mann! Nee, brauche ich nicht. Nee, außer man bekommt es nicht mit, dann... Eventuell, aber... So im Kino, wenn die Lichter aus sind, so in der letzten Reihe hörst du... So bei 50 Shades of Grey ein bisschen, gell? Junge, also wilde Nachstellungen. Als hätte er es schon mal erlebt. Wie kriege ich meine Freunde dazu, mir einen zu... Wenn sie nicht will, dann will sie nicht. Fertig. Also nein ist nein, nicht, ne? Jungs. Ein Nein ist nein. Grund, ich mal beheben kann, aber ansonsten, nee. Also einfach akzeptieren, ja, als Mann einfach just akzeptieren. Just accept it. So. Ja, wenn akzeptieren, jemand was ja, nicht möchte, dann muss man das akzeptieren. Dinge. Boah, also aus Sicht eines Mannes, Bruder, kannst du dir kein... Pops dann noch. Pack deine Sachen, Bruder, und zieh durch. Lass dir das nicht gefallen. Scheiß auf sie, Bruder. Da draußen gibt's viele Mütter und viele Töchter. Die machen das auch. Viele Mütter. Wahrscheinlich Mütter. Dr. Case hat natürlich... Chat, vertraut ihm. So ist das Leben nicht, so läuft das nicht. Don't. Ich habe sehr, sehr viel Erfahrung in dem Bereich. Deswegen weiß ich halt auch, warum eine Frau das nicht machen könnte oder würde oder nicht machen will, okay? Der erste Grund ist, sie ist sehr schüchtern, beziehungsweise sie hat nichts drauf. Sie kann es einfach nicht. Vielleicht will sie es einfach nicht. Es gibt Leute, die wollen gewisse Sachen nicht. Und dann gibt es Leute, die wollen gewisse andere Sachen nicht. So, hey, what the fuck? Also natürlich sollte man vor allem in einer Beziehung da offen drüber reden. Und ja, damit es einfach klar ist und es nicht zu unangenehmen Situationen kommt. Man kann einfach sagen, das mag ich zum Beispiel sehr gerne und das mag ich überhaupt nicht. Und dann kann man ja auch irgendwie ein bisschen Kompromisse eingeben und versuchen, sich irgendwo zu treffen, ohne dass der eine jetzt irgendwas machen muss, was er gar nicht will. Okay, wichtig. Hat sie Angst, das falsch zu machen. Deswegen macht sie es nicht. Und der zweite Grund ist vielleicht Hygiene. Geh duschen. Genau, kann sein, dass vielleicht... Just take a shower. Das Ding hat einfach einen üblen Geruch. So, okay? Deswegen will sie daran nicht nuckeln. Sie steht auf mich. Ich aber auch auf sie. Was muss ich tun für mehr Kontakt? Ihr schreiben vielleicht. Kontakt aufnehmen. Kontakt aufbauen. Sich treffen vielleicht. Just try it. Ich weiß jetzt auch gar nicht, was genau das Problem jetzt da ist. Ja. Meld dich einfach mal bei ihr. Ist so, seid selbstbewusst, geht ran da, Chat. Geht ran da, slidet in DMs oder am besten noch irgendwie persönlich oder irgendwie sowas ansprechen. Und mit irgendeinem flotten Spruch, Ausrufezeichen YouTube, schaut euch doch gerne an dieser Stelle eins von meinen YouTube-Videos an, wo ich meine DMs vorgelesen habe. Sucht euch irgendeine davon raus, die waren alle super. Mit diesen DMs könnt ihr alle Frauen anschreiben, das klappt. Safe, ich garantiere es euch, Chat. Just try it. Stehen Mädchen auf Jungs, die auf den ersten Blick unerreichbar für sie sind? Ja, es kann schon sehr interessant sein, wenn so ein Mann nicht so leicht zugänglich ist. Aber wenn er komplett so auf... too hard to get macht, dann ist auch uninteressant. Also bei mir ist es... Ja, wie gesagt, ich finde eigentlich dieses, wenn man sich so absichtlich unnahbar macht und irgendwie auf mysteriös tut und so extra stundenlang nicht antwortet, nur weil man denkt, man wäre dann interessanter oder so, das ist wack, so, wir sind keine 16 mehr, so, keine Ahnung, wir sind erwachsen, schreib bitte einfach normal und wenn du Zeit hast, dann antworte doch und dann geh doch ein Gespräch ein, so, hä? Das ist schon so, wenn ich merke, dass er so auf einen unerreichbar... So geheimnisvoll, dann... Ja, geheimnisvoll ist interessant, aber unerreichbar, dafür dir stimmt. Ja, da gibt's halt einen Unterschied. Aber ich finde es halt nicht nice, wenn es so... Also entweder Menschen sind grundsätzlich interessant, weil sie einfach interessant sind, aber nicht, weil sie sich irgendwie interessanter darstellen, als sie eigentlich sind und auf unnahbar machen. Don't do it. Wenn ich gerne Leuten hinterher, die kein Interesse an mir haben. Was ist die beste Pose beim Geschlechtsverkehr für die Frau?
Ja, das kann man so nicht verallgemeinern, denke ich. Da hat jede Frau ihre eigenen individuellen Vorlieben. Und da ich keinen Geschlechtsverkehr habe, kann ich euch auch nicht meine Lieblingsposition sagen. Tut mir leid. Gut. Also ich würde sagen, wenn du Anfänger bist oder Anfängerin, dann würde ich vielleicht diese, wie nennt man die Missionarstellung? Da musst du nichts machen, außer, wie war das nochmal so? Oha! Da musst du nichts machen, ja? Bei Frau Blumenschein war gerade Open Doors Forever! Genau das meinte ich. Ja, ups. Mann, Frau Blumenschein! Wie den ja. Seestern. True, der Seestern ist mein Favorite. Ich habe als Dr. Case in diesem Bereich ein Studium abgeschlossen, das wirklich sehr, sehr weitreichend ist. Ist halt okay. Bei jeder Frau ein bisschen unterschiedlich, aber ich würde sagen, ja. Was ich überhaupt nicht empfehlen kann, ist halt, wenn die Frau oben ist, weil wenn die Frau oben ist, spürt sie halt eher weniger tatsächlich. Doggy würde ich jetzt auch nicht unbedingt empfehlen. Okay. Da musst du Katja fragen, ne? Als Anfangsposition. Katja kennt sich da aus. Wenn die Frau zum Beispiel jetzt in dieser Position ist, dann kann es sein, dass die Luft in den Dings reinkommt und dann, wenn ihr dann quasi in den Bereich reinkommt, dass es dann vielleicht anfangen könnte zu so. Und das ist halt dann für die Frau. Hä? Ich weiß nicht, wovon ihr redet, hä? Sag ich, hä? Das passiert doch nicht, oder? Hä? Das ist ja irgendwie voll unnormal. Bah, total ekelhaft, wenn sowas passiert, Chat. Imagine, zwei Menschen machen Liebe miteinander und dieses Liebe machen produziert Geräusche. Imagine, so peinlich. Oh mein Gott. Wirklich, ich würde so wegcringen. Ich würde direkt aufhören, mich anziehen und gehen. Nummer löschen, blocken. Junge, ich würde auswandern. So peinlich. Oh mein Gott, imagine. Und dann so, das passiert dir so mit Mitte 20 oder so. Uff. Shame on everyone, dem das passiert. Ich kann nicht. Unangenehm. Spaß. Frau, vielleicht eher. Wie alt sind die? 12? Ja, was denn? Unangenehm. Wie sage ich ihr am besten, dass sie passieren muss? Vielleicht nett sagen. Und zwar nicht so. Vielleicht einfach kein Wort verwenden, das im Nachhinein zensiert werden muss, sondern vielleicht ein netteres Wort verwenden und dann einfach ganz normal ansprechen. Just do it in einem netten Ton. Just do it. Wie Flipflops im Schwimmbad muss es klingen. Kritsche. Danke für die 200 Bits und danke für deinen Beitrag. Dankeschön. Ich weiß gar nicht, das ist sehr unangenehm. Wenn du so einen elektrischen Rasierer hast, einfach, wenn du zum Beispiel jetzt gerade beim Dings bist und so von hinten nimmst, kannst du ja vielleicht kurz. Was ziehe ich an für das erste Date? Auf jeden Fall keinen Jogger, würde ich sagen. Ja. Chat, für das erste Date zieht ihr bitte das an, worin ihr euch am wohlsten fühlt. Wenn es ein Jogginganzug ist, ist das okay. Wenn es ein super enges, schwarzes, kurzes Kleid ist, ist das auch okay. Bitte zieht einfach das an, worin ihr euch wohlfühlt, weil vor allem beim ersten Date sollt ihr Selbstbewusstsein ausstrahlen und ja, keine Ahnung, just dress like you want. Und wie ihr euch halt gut fühlt, weil ihr wollt euch doch beim Date gut fühlen. Kennt ihr das, wenn ihr so Klamotten anhabt, die ihr eigentlich nicht fühlt und dann sitzt ihr da und dann bereut ihr das im Nachhinein, dann zupft ihr so die ganze Zeit an euch rum und guckt so und denkt euch so, don't do it, don't. Ich würde mich niemals für eine andere Person irgendwie anders anziehen oder so. Ich ziehe das an, was ich will. Punkt. Ja, kein Jogger, das wollte ich auch gerade sagen. Auch. Chat, ich habe eine Fliege. Ich habe eine Fliege in meiner Wohnung. Ich hasse Fliegen. Warum habe ich eine Fliege in meiner Wohnung? Ich habe den Müll rausgebracht. Why? War groß. Habt ihr die gesehen? Kein Anzug. Nee, irgendwas Lässiges. So eine Jeans, ein cooles Hemd. Blende euch jetzt ein Bild hier ein. Okay? Ja, einfach das, was ihr wollt. So könnt ihr zum Beispiel nie was falsch machen. Und schaut ein bisschen auf Schmuck. Ja, Schmuck ist das A und O. Wenn ihr keinen Schmuck trägt, dann wirkt ihr so ein bisschen so langweilig. Tragt einfach Real Talk das, was ihr wollt und wo ihr euch am wohlsten drin fühlt. So. Soll ich meine 6 Jahre lange Beziehung aufgeben, um Schrei mich auszuleben? Nicht so an. Bin 22. Das musst du für dich selber entscheiden an der Stelle. Wenn du deine Freundin liebst, würde ich dir davon abraten, weil dann wirst du es wahrscheinlich bereuen. Wenn du sie natürlich grundsätzlich nicht mehr liebst, dann wäre es fair, wenn du dich trennen würdest. Wenn du aber vielleicht einfach nur Spaß haben willst, weil du Angst hast, irgendwas zu verpassen oder so, kann man vielleicht auch ein klärendes Gespräch mit der Freundin führen und eventuell sich auf gewisse Sachen einigen. Just talk! Ich verstehe diese ganzen Fragen nicht. So, redet doch einfach mit euren Partnern. So, einfach mal reden mit euren Partnern und dann klärt sich das schon.
ganz schwieriges Thema. Ich würde sagen, reden. Ja, du wirst es bereuen. Du wirst es sowieso machen, wenn du dich ausleben willst und deine Erfahrungen machen willst, dann wirst du das so oder so machen. Ja, aber 6 Jahre Beziehung ist halt schon lang und vor allem, wenn die Beziehung halt eigentlich passt. Aber er hat den Drang, sich auszuleben. Ja, wenn er den Drang hat. Und wenn er den Drang hat, dann wird er den nicht unterdrücken können auf Dauer. Der muss halt bewusst sein, dass du sie dann verlierst. Ausleben, Gashi Alpha. Bewusst sein, dass du sie vielleicht, also dass du sie zu 100% verlierst und nicht vielleicht nie wieder zurückbekommen wirst. Vielleicht kommt ja gar keine bessere mehr. Ja, eben, das ist nämlich auch das, woran man dann denken muss. Vielleicht war das ja schon die eine. Man kann es nicht sagen, aber ich wäre auch nicht Dr. Kales, wenn ich nicht sagen würde, das Ausleben hat mich zu dem Mann gemacht, der ich jetzt bin. Weil hätte ich mich... Ja, okay, dann Chat, wenn, no front, aber wenn das passiert, wenn ihr euch auslebt, dann Jungs, lebt euch einfach nicht aus. Just stay at your girlfriends, wirklich, also besser nicht ausleben, don't. Ich vielleicht nicht ausgelebt, dann wäre ich jetzt vielleicht würde nicht ich so, wie ich heute hier bin. Nicht sitzen mit 2 Katzen. Genau, dann hätte ich wahrscheinlich jetzt nicht 2 Frauen. Ja. So, ja, liebe Mann. Schüler, wir kommen jetzt zum praktischen Teil. Gibt es wieder einen praktischen Teil? Moment, ich muss kurz gucken, ob das Toss ist. Und wer wäre? Fabian, ja, die Schultaschen könnt ihr wieder hier lassen. Wir kommen dann wieder zurück. Gut, dann packt ihr eure Sachen und dann... Los, falls es jemals dazu kommen sollte, dass ihr vielleicht mal den ein oder anderen Dreier oder so haben solltet, dann zeige ich euch jetzt, wie man jetzt bei so einer Situation... Musste das sein? Junge, diese Fliege verpisst sich aus meinem Bild. Die will auch auf YouTube. Die will Fame von uns, Chat. Go. Just go. So, muss das sein, Digga? Muss das sein, frage ich mich. Ob das mal so sein muss, ich weiß nicht. Vorgehen sollte, oder? Genau. Ihr solltet versuchen, vielleicht die eine oder andere Hand so unter die Decke unter die Decke bekommen. Genau. Dann die beiden Hände quasi so hier hin platzieren. Genau. Und es sollte halt nicht auffallen, ist auf jeden Fall heiß hier im Bett, oder? Mhm. War gut, I guess. War gut. Ey, Junge, diese Fliege! Go! Just go! Ich möchte sie töten, aber ich habe keine Fliegenpatsche. Geh weg!